Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Mitglieder, liebe Gäste. Ich grüße Sie herzlich zum heutigen Abend in der Global Money Week 2021. Ich bin Matthias Meyer-Schwarzenberger. Ich freue mich, heute Abend Sie wieder mal zu begrüßen. Das Thema des Abends ist ja Blockchain, Krypto und Co., also alles rund um das Thema Digitalwährungen. Und wir könnten dafür uns keinen besseren Referenten wünschen als Jonas Groß. Jonas Groß, der Mitglied ist in unserem Verband und am Frankfurt School Blockchain Center arbeitet. Er promoviert auch zu dem Thema. Und ich werde gleich das Wort weitergeben an Hartmut Jentsch, den Sprecher unseres Fachausschusses Finanzmärkte, der den heutigen Abend auch fachlich moderieren wird und uns durch das Thema führt. Vorher darf ich vielleicht noch ganz kurz sagen, wir sind am fünften Tag heute in der Global Money Week, eine internationale Initiative der OECD, die rund um das Thema Geld auf verschiedene Themen aufmerksam macht. Und der BDVB beteiligt sich im Rahmen vom Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland an dieser Global Money Week. Insofern freuen wir uns hier schon zum dritten Mal jetzt mit einer Veranstaltung etwas beizutragen. Vorgestern ging es los. Da hatten wir das Thema Bargeld. Gestern hatten wir das Thema Geldpolitik, also die Geldmengen und wie sich die entwickeln, mit Thomas Mayer vom Flossbach von Storch Research Institute und heute eben das Geld der Zukunft, wenn es denn eingeführt wird und wie weit die Pläne da sind und was sich da tut auf diesem ganzen Sektor, das erfahren wir heute Abend. Also, ich freue mich drauf und vielleicht hat ja der ein oder andere von Ihnen auch Lust, später noch am Abend mit uns im Meeting zu bleiben. Darüber sage ich dann am Schluss nochmal was, aber jetzt widmen wir uns erstmal dem Thema. Vielen Dank. Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Ich freue mich also jetzt tatsächlich, dass wir hier nochmal ein richtiges Highlight zum Wochenausklang haben werden und übergebe jetzt gleich an den Jonas Groß, der uns in einer Keynote einfach mal durch die Welt der Kryptowährung und der Digitalwährung führen wird. Im Anschluss daran gehe ich mit ihm in den Dialog und Sie haben als Publikum auch wieder die Chance, mir in Ihrer Chatfunktion Fragen zu stellen, die ich dann an den Jonas Groß weitergebe. Halten Sie die Fragen ein bisschen kurz, dann kann ich die schnell vorlesen und der Jonas ist relativ schnell und fix und wird die dann auch ruckzuck beantworten. Und dann legen wir jetzt direkt los und ich freue mich und bin jetzt wirklich gespannt, was kommt und übergebe das Wort an den Jonas Groß. Super, ja, herzlichen Dank für die Einleitung. Ich freue mich auch wirklich sehr, dass ich heute hier sein kann. Jetzt bin ich praktisch der Letzte, der Sie vom wohlverdienten Wochenende abhält. Ich hoffe trotzdem, dass es auf jeden Fall sehr kurzweilig wird. Und ich werde jetzt in den nächsten 15 bis 20 Minuten, ja, Einblick in die Welt der digitalen Währungen geben. Ich muss dazu sagen, es ist eigentlich eine sehr schwere bis zu unmögliche Aufgabe, das wirklich in 15 bis 20 Minuten abzudecken. Nichtsdestotrotz gebe ich natürlich mein Bestes und freue mich dann auch drauf, wenn wir über meine Keynote hinausgehende Aspekte dann später noch im Q&A dann auch besprechen können. Gut, es geht um digitale Währungen. Ganz kurz noch zu meiner Person. Ich wurde ja gerade schon kurz vorgestellt. Ich bin Doktorand an der Universität Bayreuth, beschäftige mich dort in meiner Promotion auch mit dem Thema digitale Währungen, vor allem auch digitale Zentralbankwährungen, was heute auch ein Thema sein wird. Arbeite darüber hinaus am Blockchain Center der Frankfurt School und hoste inzwischen auch einen Podcast, der heißt Bitcoin, Fiat, Rock'n'Roll. Das heißt, wenn Sie die Themen interessant finden sollten, dann kann ich Ihnen den Podcast natürlich auch sehr ans Herz legen, weil wir hier auch eben ja in zweiwöchentlichen Rhythmus sogar Episoden veröffentlichen zum Thema, ja, eigentlich alles rund ums Thema Geld. Gut, genug zu mir. Lassen Sie uns gleich direkt reinstarten. Dieses Thema digitale Währungen ist wirklich sehr komplex, deswegen ist es für mich auch sehr wichtig, das sauber zu motivieren und auch sauber einzuordnen. Deswegen würde ich gerne mit dem großen Ganzen beginnen, und zwar mit der Frage, was ist Geld? Wir haben vermutlich in den letzten Tagen, falls Sie den Diskussionen gefolgt sind, auch schon einige Vorträge sicher adressiert. Geld wird heutzutage, oder etwas wird heutzutage als Geld gesehen, wenn es drei Funktionen erfüllt. Das eine ist die Zahlungsmittelfunktion. Das ist, denke ich, die typische Funktion, die man im Kopf hat für Geld. Man geht zum Beispiel in den Supermarkt, kauft dort ein. Das heißt, man kann damit zahlen. Zahlungsmittel. Punkt. Der zweite Punkt ist sogenannte Rechenmittel. Das heißt, man stellt sich vor, dass man in dieser Geldeinheit praktisch auch denkt und umrechnet.
Das heißt konkret, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und mir überlege, okay, ich habe ein Budget von 20 Euro, dann kalkuliere ich ja mit diesem Budget. Und ich denke jetzt nicht, okay, ich habe ein Budget von 100 Äpfeln zum Beispiel, sondern ich denke ja in dem Euro und rechne in dem Euro. Deswegen wäre dann zum Beispiel beim Euro auch diese Rechenmittelfunktion erfüllt. Und die dritte Funktion, auch sehr wichtig, ist die Wertaufbewahrungsfunktion. Die es uns ermöglicht, mit diesem Instrument oder dann auch Geld über die Zeit einfach zu sparen. Das heißt, es muss möglich sein, mit diesem Instrument über die Zeit hinweg Geld zurückzulegen und das auch sicher zu sparen, ohne dass es den Wert verliert. Und wenn irgendetwas diese drei Funktionen erfüllt, dann sagt man, etwas ist Geld. Das heißt Zahlungsmittel, Rechenmittel und Wertaufbewahrungsmittel. Wenn wir jetzt in die letzten vielleicht 50 bis 100 Jahre zurückdenken, gab es da vor allem zwei Arten von Geld. Das eine ist das Bargeld, was natürlich jeder kennt. Das ist physisch, das ist greifbar, das ist haptisch. Man hat es im Geldbeutel, sowohl Banknoten als auch Münzen. Ist ein Geld, was von der Zentralbank emittiert würde, war es ja auch schon Thema des Vortrags vor wenigen Tagen. Und darüber hinaus hat sich aber eben auch Chiralgeld etabliert. Das heißt, das ist im Endeffekt das Geld, was über Banken transferiert wird. Das heißt, bei Überweisungen, bei Zahlungen mit dem Handy, bei Kreditkartenzahlungen, da wird im Hintergrund natürlich kein Bargeld bewegt, sondern Chiralgeld. Das heißt, Geld, was von den Banken kommt. Aktuell ist es auch so, dass Bargeld noch sehr wichtig ist. Eine Studie der EZB aktuell ca. 50% ausmacht. Allerdings hier auch wirklich sehr stark auf dem Rückgang ist, auch jetzt durch die Covid-19-Pandemie, wo immer mehr Leute auch digital bezahlen. Ja, und jetzt gab es im Endeffekt seit 2008 ja, sehr viel Musik, wenn man so will, in diesem Geldsystem, in dem Geldmarkt. Und zwar gibt es jetzt neue Geldformen. Dazu gehören zum Beispiel Kryptowerte oder auch Kryptowährungen, wie der Bitcoin, der bekannteste. Bitcoin wurde ja 2008 ins Leben gerufen, praktisch zur Hochzeit der Finanzkrise. Und seitdem haben sich immer mehr solche Kryptowerte etabliert. Inzwischen sind es knapp, ich habe heute nochmal nachgeguckt, ich glaube 8.500 Stück. Das heißt, wahnsinnig viel. Theoretisch kann jeder von uns auch so eine eigene Kryptowährung ausgeben. Ist auch ganz spannend. Man hat aber auch gesehen in den letzten 12, 13 Jahren, seit es Bitcoin gibt, dass es damit auch Probleme einhergehen. Also sei es natürlich zum Beispiel der hohe Energieverbrauch, aber auch das Thema, dass Bitcoin sehr volatil ist. Das heißt, es gibt teilweise Tage, an denen Bitcoin mehrere Prozent nach oben und nach unten schwankt. Und das ist natürlich eine Eigenschaft, die man als Geld nicht haben möchte, weil man möchte ja morgen das Gleiche für einen Kaffee zum Beispiel zahlen, wie zum Beispiel heute. Und das war so der Grund, warum sich bei den Kryptowerten so eine Tendenz hinentwickelt hat, dass es jetzt auch immer mehr sogenannte Stablecoins gibt, wie zum Beispiel Diem, also das Projekt, was gerade oder vor knapp anderthalb Jahren von Facebook initiiert wird. Und zwar geht es darum, dass man einen Kryptowert hat, ähnlich wie Bitcoin, allerdings steht da etwas dahinter. Das heißt, man hat einen Mechanismus, um den Preis zu stabilisieren. Sozusagen auf dem Aspekt der Stabilität des Preises eine Art Weiterentwicklung, wenn man so will, von den klassischen Kryptowerten. Und darüber hinaus, dritter Punkt, digitale Zentralbankwährungen. Also durch diese ganzen Initiativen des privaten Sektors sind jetzt auch immer mehr Zentralbanken am Überlegen, ob sie nicht eine eigene digitale Währung ausgeben wollen. Sind laut einer Studie der Bank für internationalen Zahlungsausgleich gerade fast 90% weltweit, das heißt wirklich die Mehrzahl. Und diese drei Themenbereiche sind jetzt der Fokus auch meiner heutigen Präsentation, das heißt Kryptowerte, Stablecoins und digitale Zentralbankwährungen werde ich nach und nach ein bisschen durchgehen und einordnen. Lassen Sie mich mit Kryptowerten starten. Und zwar habe ich hier einen aktuellen Marktüberblick mitgebracht, um mal so ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen, in was für einer Größenordnung wir uns da bewegen. Und zwar sind das die 10 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Da ist ganz klar Nummer 1 Bitcoin mit einer Marktkapitalisierung von knapp 900 Milliarden Euro in dem Fall. Und direkt auf Platz 2, also von der Position direkt gefolgt, allerdings mit einem sehr großen Unterschied, ist Ethereum oder Ether mit einer Marktkapitalisierung von 170 Milliarden Euro. Also das soll immer so ein bisschen Gespür geben, in was von der Größenordnung wir hier denken. Man sieht aber auch zur Nummer 3, Binance Coin, 30 Milliarden Euro ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Also Bitcoin ganz klar Platz zwischen Nummer 1, danach kommt dann Ethereum oder auch Ether. Was sind jetzt die Vorteile? Warum der ganze Hype, um es sehr, sehr plastisch auszudrücken? Naja, diese Kryptowerte, ich habe jetzt hier Bitcoin als Beispiel aufgegriffen, sind dahingehend interessant, weil sie eben auf einer verteilten Datenbank basieren. Das klingt jetzt ziemlich langweilig. Wenn ich jetzt sage, es basiert auf einer Blockchain, dann sagen wahrscheinlich mehr, oh wow, cool. Im Endeffekt ist aber eine Blockchain nichts anderes als eine verteilte Datenbank.
Und das ermöglicht aber ziemlich spannende Vorteile, die man durch Bitcoin haben kann, die es im aktuellen Geldsystem so noch nicht gibt. Das eine ist das Thema Sicherheit. Man hat eine zugrunde liegende dezentrale Datenbank. Das heißt, es gibt keinen einzigen Single Point of Failure. Das heißt konkret zum Beispiel, wenn man heute eine Bank hat, die zum Beispiel Stromausfall hat oder aus irgendeinem anderen Grund nicht verfügbar ist, dann können im Endeffekt in dem Moment keine Transaktionen ausgeführt werden. Im Bitcoin-System ist es allerdings möglich, dass auch Transaktionen durchgeführt werden, wenn eine Partei nicht verfügbar ist, weil praktisch die Macht und die Bestätigung der Transaktion über ganz, ganz viele verschiedene Köpfe verteilt ist. Darüber hinaus sind die Transaktionen auch manipulationsresistent. Das heißt konkret, wenn jemand im Nachhinein die Transaktionsdaten ändert und sich denkt im Hintergrund, oh, ich mache da mal eine Null noch dran, bleibt vielleicht unbemerkt, geht es im Endeffekt mit dieser Blockchain-Technologie nicht, weil dieser Konsensmechanismus das sofort auch aufdeckt. Dritter Punkt sind die Möglichkeit von Peer-to-Peer-Transaktionen. Das heißt, man braucht für die digitale Transaktionen keinen Intermediär mehr wie eine Bank. Und das ist wirklich spannend, weil das erste Mal durch Bitcoin möglich wurde, dass es so ein Peer-to-Peer-System in der digitalen Welt gibt. Und was eben sehr spannend ist, weil da natürlich ja ziemlich viel Effizienzgewinne realisiert werden können, dadurch, dass man im Endeffekt sich ein Intermediär wie eine Bank auch möglicherweise spart. Vierter Punkt ist das Thema Zensurresistenz. Theoretisch könnte jeder von uns und von Ihnen jetzt innerhalb von einer Minute einen eigenen Bitcoin-Wallet erstellen und Bitcoin empfangen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil man braucht keine Bank, man braucht keinen sehr aufwendigen Prozess, um ein Bankkonto zu bekommen, sondern man kann das wirklich innerhalb von wenigen Minuten oder vielleicht sogar innerhalb von einer Minute machen. Und das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, vor allem in Ländern, wo teilweise auch wirklich noch diskriminiert wird in Bezug auf die Öffnung eines Bankkontos. Das ist vielleicht bei uns nicht der Fall, gibt es aber doch in einigen anderen Ländern. Und als weiterer Punkt, Absicherung gegenüber Inflation. Bitcoin ist erstmal komplett unabhängig vom aktuellen Fiat-Geldsystem, das heißt vom Euro und vom US-Dollar. Das heißt, bei möglicherweise hoher Inflation des Euros oder auch systemischer Probleme des Euros wird Bitcoin, ähnlich wie es Gold heute schon mit Gold der Fall ist, auch weiterhin funktionieren. Und das ist auch gerade so ein bisschen der Narrativ, warum Bitcoin gerade so extrem viel diskutiert wird. Einfach um auch als Absicherung gegen ja auch zu expansive Geldpolitik der Zentralbanken. Gut, dann lassen Sie uns mit Stablecoins weitermachen. Stablecoins sind, wie gesagt, so eine Art, ich will es nicht sagen, Weiterentwicklung von Kryptowerten, weil die haben auch Nachteile im Vergleich zu Bitcoin. Allerdings definitiv eine Weiterentwicklung in Bezug auf die Volatilität. Das heißt, Stablecoins, um es erstmal sehr langweilig auszudrücken, sind erstmal Kryptowerte, wie Bitcoin und Ether auch, die allerdings einen Mechanismus in sich intrinsisch drin haben, was den Preis stabilisiert. Das heißt, nicht wie bei Bitcoin, dass der Preis dann unendlich stark steigen und schwanken kann an einem Tag, sondern es gibt irgendeinen Mechanismus, der den Preis stabilisiert. Und was hier sehr, sehr häufig gemacht wird, ist, dass zum Beispiel einfach Fiat-Währungen im Hintergrund hinterlegt werden. Das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Zum Beispiel so, dass ich einfach in einem Tresor zum Beispiel 100 Euro zurückgelegt werden. Auf Basis dieser 100 Euro wird jetzt eben Stablecoin oder 100 Stablecoin-Einheiten ausgegeben. Und der Kurs dieser Stablecoins ist dann relativ stabil, weil man eben weiß, im Hintergrund ist dieses Geld schon irgendwo hinterlegt. Das heißt, es ist keine Gefahr da, dass dieses Geld auf einmal verschwindet und dass es durch nichts besichert ist. Und das ist so der Hauptunterschied zu Bitcoin und auch so der Grund, warum Stablecoins gerade auch relativ gefragt sind, weil sie eben deutlich stabiler sind als klassische Kryptowerte. Ich habe schon gesagt, die sind durch irgendwas besichert. Ich habe es bewusst sehr, sehr offen gelassen. Weil ich in der aktuellen Arbeit, wir uns auch mal angeguckt habe, mit was sind denn diese Stablecoins besichert? Und zwar gibt es aktuell laut unserer Analyse ungefähr 200 Stablecoins und die meisten sind tatsächlich mit Gold besichert, was für mich auch Sinn macht, weil man möchte mit einem Stablecoin ja wirklich ein digitales Asset schaffen, was recht stabil ist und was eignet sich da besser als Gold. Deswegen ist für mich auch eine sehr nachvollziehbare Wahl und kam weniger überraschend. Und auf Nummer zwei dann gefolgt vom US-Dollar. Auch hier der US-Dollar, aktuell Weltreservewährung, sehr, sehr stark im internationalen Handel verwendet. Deswegen auch hier nicht überraschend, dass Gold und US-Dollar besicherte Stablecoins fast 50% der insgesamt verfügbaren Stablecoins ausmachen. Und ein Projekt bei den Stablecoins, was eben auch sehr wichtig ist, ist das sogenannte Libra oder Diem-Projekt, was von Facebook auch initiiert wird. Das wäre zum Beispiel auch so ein Beispiel für einen Stablecoin, der durch Fiat-Währungen gedeckt ist. Das heißt, es soll später mal einen
Libra oder Diem Dollar geben. Der ist dann 100% durch Dollar besichert. Es soll auch einen Diem Euro geben. Der ist 100% durch Euro besichert. Aber ich bin mir sicher, da werden wir im Q&A später auch nochmal drauf zu sprechen können, zu kommen. Gut, das waren schon die ersten zwei der drei Innovationen. Wie gesagt, bei Bitcoin und bei Kryptowerten und bei Stablecoins handelt es sich um ja im Endeffekt Geld des privaten Sektors. Das heißt, theoretisch braucht man aktuell dafür nicht mal eine Banklizenz. Das heißt, theoretisch könnte jeder von uns nun so einen Kryptowert oder auch einen Stablecoin emittieren, wenn er wollen würde. Und diese ja jetzt inzwischen Vielfalt von Kryptowerten und Stablecoins, ich habe es vorhin genannt, inzwischen fast 9000, und aber auch einfach die steigende Bedeutung von Kryptowerten als teilweise Zahlungsmittel in manchen Ländern. Also es gibt hier Studien zum Beispiel in Nigeria, dass 32% der Bevölkerung schon Bitcoin jemals besessen haben oder auch noch besitzen. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Das ist keine Nische mehr. Hat auch Zentralbanken zusammen mit dem Rückgang der Bedeutung von Bargeld dazu bewogen, jetzt immer mehr darüber nachzudenken, auch eigene digitale Zentralbankwährungen auszugeben. Und diese digitalen Zentralbankwährungen werden auf Englisch auch häufig CBDC genannt, also Central Bank Digital Currency. Und der Name sagt eigentlich schon ziemlich gut, um was es sich bei dieser Währung handelt, nämlich um eine digitale Währung, Entschuldigung, die von der Zentralbank ausgegeben wird und auch von der breiten Bevölkerung als gesetzliches Zahlungsmittel genutzt wird. Das heißt, eine digitale Währung, die von der Zentralbank kommt, und dann auch, ja, wie Bargeld heute auch als gesetzliches, allgemeingültiges Zahlungsmittel verwendet werden kann. Wo ist jetzt der Unterschied zu Kryptowerten und zu Stablecoins? Gut, es gibt sehr, sehr, sehr viele. Also natürlich das eine, die Zentralbank gibt es aus. Das zweite, das ist ein gesetzliches Zahlungsmittel. Das dritte, es muss auch theoretisch nicht auf einer Blockchain basieren und so weiter. Da könnten wir jetzt noch sehr, sehr viele weitere Punkte aufzählen. Ein Aspekt ist allerdings noch besonders wichtig, und zwar ist das dieser Punkt, dass eine CBDC, also eine digitale Zentralbankwährung, eine Forderung gegenüber der Zentralbank darstellt. Das heißt, es ist Zentralbankgeld. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn man sich heute zum Beispiel denkt, und die Frage bekomme ich sehr häufig, wir haben doch schon Geschäftsbankengeld, es ist doch schon digital, warum brauchen wir jetzt so eine CBDC? Und da ist eben der Hauptunterschied, dass eine CBDC eine Forderung gegenüber der Zentralbank ist. Das heißt, theoretisch kann die Bank ja auch als gewinnorientiertes Unternehmen auch pleite gehen, wenn es hart auf hart kommt. Klar, die Regierungen haben Banken bislang sehr häufig gerettet, allerdings nicht immer. Das heißt, Bankeinlagen, Chiralgeld ist immer risikobehaftet. Wenn allerdings jetzt die Zentralbank dieses digitale Geld ausgibt, steckt in dem Sinne kein wirkliches Risiko mehr dahinter, weil die Zentralbank zur Not unbegrenzt Geld drucken kann, auch theoretisch mit negativem Eigenkapital arbeiten kann. Das heißt, deutlich weniger riskant als Chiralgeld und natürlich nochmal viel, viel, viel weniger riskant als jetzt Kryptowerte oder auch Stablecoins. Wer ist jetzt hier weltweit führend? Ich habe es vorhin gesagt, 90% der Zentralbanken gucken sich das schon an und überlegen, ob sie eigene digitale Währungen ausgeben wollen. Das sind meiner Meinung nach vor allem fünf. In der Kürze für mich die Nummer eins sind die Bahamas. Die Bahamas haben im letzten Jahr schon eine solche CBDC eingeführt, sind also weltweit die ersten. Muss allerdings auch sagen, dass mit ja, knapp 70.000 Bewohnern natürlich deutlich kleiner und auch deutlich leichter umsetzbar als andere Länder. Und auf Platz zwei kommt dann auch schon China. China hat jetzt bereits in den letzten Jahren oder seit 2014 schon sich CBDCs näher angeguckt, haben auch schon eine Plattform entwickelt, um diese CBDC zu testen. Das heißt, die sind schon so weit, dass im nächsten Jahr vermutlich so eine CBDC zu den Olympischen Winterspielen rauskommen kann. Das heißt, hier ist schon alles implementiert. Es wird gerade getestet und erfolgt noch Feinschliff. Auch die Gesetzgebung ist angepasst. Und da wird vermutlich sehr bald schon eine digitale Zentralbankwährung auf den Markt kommen. Hier vielleicht, bevor ich zu meinem Fazit komme, auch ein wichtiger Punkt, der für Sie interessant sein würde. Und zwar ist das dieses Thema, die EZB hat ja auch zuletzt immer mehr darüber diskutiert, ob sie nicht auch einen solchen digitalen Euro, also eine digitale Zentralbankwährung für die Eurozone ausgeben möchte. Und hier ist die EZB seit 2019 näher dran an dem Thema, vor allem seit Christine Lagarde auch Präsidentin geworden ist. Sie haben im Oktober einen Report zum digitalen Euro veröffentlicht, wo so mal eine erste Einschätzung zu der Thematik gegeben wurde. Also wie wahrscheinlich ist so eine Einführung, was wären die Ziele, was sind Risiken. Also gibt einen ganz guten Einblick in die Denke der EZB. Allerdings ist auch wichtig, dass noch keine Entscheidung gefallen ist, ob ein digitaler Euro kommt. Und sogar noch einen Schritt zurück, keine Entscheidung gefallen ist, ob überhaupt ein Projekt zum digitalen Euro gestartet wird. Also ob man sich das näher anschaut. Ist formal noch nicht gefallen, wird vermutlich für den Sommer erwartet. Und ich persönlich glaube auch, dass es kommen wird.
Allerdings, wenn wir von der Einführung reden, ja, werden auch von Seiten der EZB, sollte man sich dafür entscheiden, teilweise 5 bis 6 Jahre erwartet. Also wir reden hier nichts, was kurzfristig kommt. Wir reden hier, ja, wie gesagt, von mindestens 5 Jahren. Also das sollte auch nicht vergessen werden. Gut, dann lassen Sie mich diese Keynote kurz zusammenfassen. Insgesamt schreitet die Digitalisierung des Geldsystems immer weiter voran. Bitcoin wird mehr und mehr akzeptiert. Man hat es jetzt in den letzten Wochen gesehen. Tesla hat zum Beispiel einen Teil seiner Cash-Reserven in Bitcoin investiert, 1,5 Milliarden Dollar. Und Tesla akzeptiert jetzt zum Beispiel auch Bitcoin-Zahlungen. Also in den USA kann man sich für einen Bitcoin jetzt einen Tesla kaufen. Zumindest ganz, ganz interessant, wenn auch ich glaube, dass es eher so ein Marketing-Gag ist. Dann kommen auch immer mehr Stablecoins auf den Markt. Stichwort Diem, Libra, also das Facebook-initiierte Projekt, wird vermutlich auch bald live gehen. Und es denken inzwischen eben auch sehr, sehr viele Zentralbanken darüber nach, eine eigene digitale Währung zu emittieren, so auch die EZB. Allerdings sind die anderen Länder deutlich weiter. Bahamas haben schon eine CBDC, China folgen wahrscheinlich nächstes Jahr. Und ja, bei der EZB sind wir wahrscheinlich frühestens, wenn man auch den Angaben der EZB traut, so in den nächsten 5 Jahren vermutlich dabei. Gut, ich hoffe, dass die Keynote war für Sie interessant. Ich lade Sie natürlich auch herzlich ein, mir zu folgen. Ich veröffentliche wirklich sehr regelmäßig zu diesen Themen. Dementsprechend darf ich hier ganz kurz Werbung machen. Und vielleicht genau einen Punkt noch. Wir haben auch neulich die sogenannte Digital Euro Association gegründet. Da stelle ich gleich auch gerne nochmal einen Link in die Gruppe. Und zwar ist das ein Think Tank, der sich damit beschäftigt, im Bereich digitales Geld weiterzubilden. Das heißt eigentlich genau solche Veranstaltungen wie heute auch zu unterstützen. Und Panels mit Zentralbankern zu hosten. Auch hier gibt es ein Newsletter, wenn das für Sie interessant sein sollte, gerne folgen. Ich poste da den Link nochmal rein in den Chat. Aber jetzt genug Werbung gemacht. Ich freue mich auf die Fragen und auf die Diskussion. Danke schon mal für die Aufmerksamkeit. Ja, super. Also ganz herzlichen Dank und ich kann den digitalen Applaus hören, der auf diese Keynote gerade im Netz kommt. Jonas, es ist kein Geheimnis, dass du an Papieren für die Bundesregierung arbeitest, dort einreichst. Du warst diese Woche auch noch zu Gast digital beim US-Finanzministerium, dem Treasury Department, trägst dort vor. Lass uns doch nochmal vorab da ein bisschen hinter die Kulissen kommen. Was wird denn dort besprochen? Was steht in diesen Papieren, die der Öffentlichkeit ja nicht so einfach zugänglich sind? Was darfst du darüber sagen? Ja, also ich muss sagen, wenn ich die USA auch einschätze in der internationalen Diskussion, glaube ich, dass die ziemlich hinten dran sind. Also ich habe schon genannt, dass China hier ganz klar führend ist. Die EZB meiner Meinung nach schon, auch aus nachvollziehbaren Gründen, aber insgesamt ist nicht am schnellsten unterwegs. Und meiner Meinung nach sind wir in den USA hier nochmal 1 bis 2 Jahre weiter hinten. Also bei dem Thema digitale Zentralbankwährung dort, da gibt es auch ein Projekt zusammen mit dem MIT, wo gerade auch geforscht wird an diesem Thema, wo auch ein Prototyp gebaut wird. Es wird auch an der Regulatorik für Stablecoins gerade ein bisschen gefeilt, was wir sowohl in der EU sehen als auch in den USA. Allerdings muss ich auch sagen, dass es gibt in dem Bereich CBDC, zumindest in Industrieländern, ist ganz schön, eigentlich alles, was die Zentralbank auch intern sagt, wird auch kommuniziert. Also beziehungsweise ich muss andersrum ausgedrückt, ich kenne nicht viel Insights, die nicht veröffentlicht wurden, obwohl ich viel mit diesen Zentralbanken spreche. Also ich finde es ganz gut, dass die Transparenz da eigentlich insgesamt recht hoch ist, außer wenn wir vielleicht nach Asien schauen, da ist es ein bisschen anders, was die Transparenz angeht. Ah ja, cool. Super. Es kommen auch schon die ersten Fragen rein, damit die Mitfahrer da nicht zu lange auf den heißen Kohlen sitzen lassen, weil sie passen eigentlich auch gerade ganz gut noch zu dem Vortrag, den du gebracht hast. Da geht es zum Beispiel auch darum, wie Stablecoins gemeint werden. Entstehen die auf ähnliche Art und Weise wie der Bitcoin? Und vielleicht kann man die Frage zusammenfassen, denn die Abwicklung von Bitcoin-Transaktionen, die werden auch irgendwie belohnt. Wie funktioniert das mit diesen Stablecoins? Welche Anreize werden da gesetzt? Ja, sehr, sehr gute Frage. Bei Stablecoins ist es ganz, ganz anders als bei Bitcoin. Also bei Bitcoin gibt es ja dieses Proof of Work, wo auch jeder theoretisch am Ende Transaktion bestätigen könnte und am Ende Bitcoin gutgeschrieben wird. Bei Stablecoins ist es ganz anders. Und zwar ist es in der Regel so, dass man da eine Institution hat, die den Stablecoin managt. Das heißt, in meinem Gedankenexperiment von vorhin praktisch eine Institution, die das Geld nimmt und ins Bankkonto legt. Und das heißt, immer wenn praktisch ein Kunde eine Einheit mehr Fiat-Geld gibt, was in den Tresor gelegt wird, wird auch eine Einheit mehr Stablecoins geschöpft. Das ist in dem Falle deutlich mehr zentralisiert als Bitcoin.
und wird in dem Sinne von der Organisation gemacht, die den Stablecoin ja ausgibt und auch managt. Also das heißt, ist deutlich, deutlich zentralisierter als das Bitcoin-System. Okay, dann geht die andere Frage auch nochmal in die Richtung der Dimensionen und auch der Probleme mit der Überwachung der Bevölkerung bei den CBDCs. Frage 1 zunächst mal zu den Dimensionen. Also eben kam im Vortrag, dass rund 8000, genaue Zahlen, 8500 Kryptowährungen existieren. Demgegenüber stehen ja ungefähr so 160 reale Währungen. Also das ist eine riesen Diskrepanz. Wir haben auch schon gesehen, wie stark die Währung des Bitcoin hier ist. Aber wie kann man sich die Dimensionen vorstellen von, ja, wie viel Wert ist Geld, ist das Welt, oder wie viel ist das Geld der Welt wert? Und wie ist da der prozentuale Anteil vom Volumen dem gegenübergestellt von den Kryptowährungen? Kann man da eine Vorstellung von generieren? Also ich persönlich nutze mal lieber den Vergleich von Bitcoin zu Edelmetallen als von Bitcoin zu Fiat-Geld, weil für mich Bitcoin weniger ein Zahlungsmittel ist, weil es dafür einfach zu volatil ist. Mhm. Auch können aktuell nur 7 Transaktionen pro Sekunde durchgeführt werden. Bei Visa und Mastercard gehen bis zu 50.000. Also deswegen, ich persönlich sehe Bitcoin weniger als Zahlungsmittel, sondern eher als eine Art digitales Gold. Vor allem deshalb, weil Bitcoin ja auch im Protokoll begrenzt ist, das Geldangebot. Das heißt, Bitcoin würde es maximal 21 Millionen Einheiten geben. Mhm. Und dementsprechend ja, ist das für mich so ein bisschen der Vergleich. Und da vielleicht zur Einordnung, also Gold ist aktuell, glaube ich, 12 Billionen US-Dollar. Bitcoin hat jetzt die eine Billion Marke überquert. Das heißt, es ist schon noch eine deutliche Diskrepanz, aber wir sind auf Dollarbasis schon in den Billionen. Also das ist schon, finde ich, ziemlich beeindruckend. Aber der Vergleich ist eigentlich ganz gut, so 1 zu 10, 1 zu 12 ist das Gold mehr wert als die Kryptowährung. Und die Fragen, es sind ja sehr viele Fragen, auch von der Praxis her. Wir haben auch eine riesen Kontroverse unter den Ökonomen, einer der führenden Kritiker, oder auch derjenige, der das Thema sehr kontrovers betrachtet, ist der ehemalige Wirtschaftsweise, Professor Peter Bofinger, der auch immer in Interviews ein bisschen so den Finger in die Wunde legt. Und da würde ich ganz gerne an der Stelle einfach mal anfangen, weil er hat zum Beispiel vor kurzem dort geäußert, ja, er vergleicht das so ein bisschen mit Spielgeld, des Bitcoin. Er sagt, welchen Wert hat denn das eigentlich? Die digitale Währung hat ja eigentlich nur einen Wert dadurch, weil die Erwartung besteht, dass sie einen Wert hat. Er brachte da ein schönes Keynes-Zitat aus den 1930er Jahren, wo er sagt, die Erwartung der Erwartung der Erwartung, das ist letztendlich das, was dahinter steckt. Und dass das im Grunde genommen auch so eine Art, ja, nebulöse Sache ist, die sich eigentlich so ein bisschen hinter der Fassade der IT versteckt und dass er der Währung relativ wenig abfinden kann. Zum Schluss bringt er dann nämlich das Beispiel, sagt, welchen Wert hat denn eine Währung, die letztendlich ein Leistungsmerkmal hervorhebt, wo sie sagt, super, wir können immer nachvollziehen, wo ist dieses Geld gewesen? Also das wäre, vergleich das, wenn ich jetzt meinen 10-Euro-Schein nehme und da wäre praktisch die Information dran, wann habe ich damit beim Bäcker Brötchen gezahlt, wann hat der Bäcker damit seinen Lieferanten bezahlt und wann ist das Geld irgendwann mal auf die Bank und von dort aus wieder zum nächsten Kunden gewandert. Wie begegnet man als jemand, der für Kryptowährungen natürlich da ist, weil er sich alleine schon damit beschäftigt, wie begegnet man dieser Argumentation? Was ist die Sicht der Leute, die Kryptowährungen ja vorantreiben und erstmal erkunden, was dahinter ist, damit das Kind nicht in Keime erstickt wird? Ja, das ist ein guter Punkt und das Interview von Peter Bofinger habe ich natürlich auch gelesen. Also ich würde darauf mit zwei Sachen erwidern, wenn man so will. Das eine ist erstmal das Thema, dass es sind zwar die Transaktionen, also sind öffentlich einsehbar, sagen wir es mal so. Also es stimmt theoretisch, wenn man da beim Bäcker was kauft, würde das in der Blockchain online verfügbar für jeden drinstehen. Allerdings muss man ja sagen, es ist ja an sich Pseudonym. Das heißt, da steht jetzt nicht mein Name drin oder auch nicht der Bäcker, sondern es steht dann nur eine Art Nummer, irgendeine Nummer, eine Art Kontonummer, wenn man so will. Deswegen ist zumindest ein Unterschied, dass es komplett transparent verfügbar ist. Zum zweiten Punkt, für mich ist das hier wieder die absolute Frage des Vertrauens. Also ich meine, Bitcoin ist durch nichts gedeckt, das ist absolut richtig.
Allerdings auch die Fiat-Währungen sind inzwischen durch nichts mehr gedeckt. Es ist eigentlich nur Vertrauen in das System und natürlich das Versprechen der Zentralbank, es auch in Zukunft praktisch als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Also das heißt, es ist hier sehr, sehr viel Vertrauen dahinter und theoretisch könnte auch die Zentralbank sagen, wird sie nicht machen, aber sagen, ja, morgen gibt es eine neue Währung. Wäre theoretisch ja möglich und dann würde das Vertrauen auch in dem Sinne crashen. Deswegen finde ich das ganz interessant, dass man eben bei Bitcoin keiner Partei vertrauen muss, wie einer Zentralbank oder einer Bank, sondern im Endeffekt nur dem Protokoll, den Regeln, die festgelegt wurden. Und Bitcoin hat sich halt gezeigt, dass es jetzt seit 12, 13 Jahren ohne Probleme funktioniert, wurde auch noch nie gehackt. Also diese Hacks, über die berichtet wird, sind immer diese Wallets, also die digitalen Geldbörsen und nicht Bitcoin. Deswegen, ich persönlich sehe es eher als Chance, als ein dezentrales System, was unabhängig ist von Parteien, denen wir sonst heute im Fiat-Geldsystem vertrauen. Und deswegen bin ich da deutlich optimistischer eingestellt als Peter Bofinger. Würde aber, wie vorhin gesagt, auch nicht unbedingt mit Bitcoin es nicht als Hauptzahlungsmittel verwenden, sondern sehe es wirklich als so eine Art digitales Asset. Weil ein praktisches Beispiel oder ein praktisches Problem ist natürlich, ich erinnere mich, dass der Bitcoin-Hype tatsächlich vor ein paar Jahren, so 2016, 2017, so richtig abhob. Und damals stand die Währung schon bei gigantischen 3.000 oder 4.000 Dollar. Und dann stand die Frage, ja, wann werden 10.000 erreicht? Jetzt sind wir bei Bitcoin bei 50.000. Damals, zu der Zeit, wurde ja noch damit geworben, ja, wir können damit überall zahlen. Ich kann mich an einen Fernsehbeitrag von NTV erinnern, bei dem wir auch zu Gast von BLDVB waren, wo ein Restaurantbesitzer gefragt wurde, ja, er würde Bitcoins in seinem Restaurant akzeptieren. Und ich habe mir dann nur so vorgestellt, wie ist das, wenn ich jetzt Bitcoins habe, ich esse meine Pizza und der Preis schwankt. Also bis dass ich entweder muss er vorher kassieren oder hinterher. Das ist eine Sache. Und der zweite Punkt ist, wenn so ein Bitcoin jetzt mittlerweile, ich habe jetzt nicht mehr geguckt, was die aktuelle Notierung ist, aber irgendwo so 50, 60.000 Dollar ist, wie klappt das dann mit dem Wechselgeld? Wie zahle ich denn meine Pizza, die mich in Euro vielleicht 10 Euro im Grunde genommen kostet? Ja, also zwei Punkte dazu. Der erste Punkt ist, also auf jeden Fall mit Krypto, irgendjemand muss natürlich das Risiko dann tragen. Also wenn man heute zum Beispiel sich vorstellt, man will mit Krypto zahlen, dann wird in der Sekunde praktisch der Preis vereinbart, der in der Sekunde eben auf dem Markt praktisch gilt. Und es gibt dann eine hinterliegende Partei, die dann natürlich dafür sorgt, dass dieser Preis gewährleistet wird. Also würde ich sagen, für Kunden jetzt keine Mehrkosten. Was ich interessant finde, ist, dass ja auch PayPal jetzt angekündigt hat, Zahlungen in Bitcoin zu akzeptieren. Fand ich interessant, habe ich persönlich oder sehe ich immer noch keinen wirklich großen Use Case, weil wenn man sich überlegt, wenn man mit PayPal zahlt, es muss ja erstmal Euro praktisch in das PayPal-System gebracht werden. Das wird dann in Bitcoin umgewandelt und wenn ich dann jemand das Geld schicke, dann will er das Geld ja wieder in eine Fiat-Währung umwandeln, weil man kann ja die Bitcoins ja an sich nicht rausziehen in PayPal. Und da ja, hat man dann wahrscheinlich doppelte Wechselkursgebühren. Also ich sehe eher bei solchen Überweisungen dann an sich ein Problem, ja, dass das einfach nicht in dem Sinne nicht effizient, nicht praktikabel ist. Und ich deswegen auch diesen ganzen Hype, ich habe es vorhin schon gesagt, mit Tesla, die das jetzt auch sofort akzeptieren. Wie gesagt, ich bin auch ein persönlich ein großer Fan von Bitcoin, aber einfach nicht als Zahlungsmittel. Also dafür verlasse ich mich einfach und bin ich auch sehr zufrieden mit den Möglichkeiten, die es bei uns heutzutage ehrlich gesagt gibt. Wobei ich auch sagen muss, ich bin sehr froh, dass es Bargeld aktuell noch gibt, weil ich ein Fan von ja auch gewisser Anonymität bei Zahlungen bin. Also nicht, weil ich irgendwas zu verbergen habe, sondern einfach, weil ich finde, jeder hat ein Recht auf anonyme Zahlungen. Und wenn das irgendwann mal verschwindet, dann ja, muss man sehen, ob es dann digitale Alternativen gibt. Also wir halten an der Stelle einfach mal fest, du bist also kein Fanatiker in Sachen Kryptowährung, sondern du befasst dich einfach mit dem Thema, damit wir einfach die Chancen und Möglichkeiten mit diesen Währungen mal evaluieren und natürlich auch gucken, welche Schwächen hat das System. Und das finde ich mal interessant. Und jetzt komme ich nochmal von der schwachen Seite her, weil die ja auch gerade aus der ökonomischen Sicht der Geldpolitik der Zentralbanken und der ganzen Krisen, die wir immer wieder erleben, eines der Hauptkernpunkte ist. Ich blende nochmal ganz kurz zurück. Wir hatten
in den 1930er Jahren, das war eigentlich somit so die Urkrise der Währung. Bis dahin waren ja Währungen, das britische Pfund war ja damals noch die Weltleitwährung. Die Währungen waren in der Regel ans Gold gekoppelt und da besteht ja auch heute Einigkeit darin, auch unter den Ökonomen, dass die große Weltwirtschaftskrise, die in den 1930er Jahren nach dem Börsencrash von 29 einsetzte, unter anderem oder schwerpunktmäßig durch eine Liquiditätsknappheit, also es war zu wenig Geld verfügbar, man konnte gar nicht so viel Geld drucken, wie gebraucht wurde und reihenweise fielen die Banken im Grunde genommen um. Und das hat dazu geführt, dass man diesen Goldstandard aufgehoben hat, weil man mehr Geld brauchte, um die Liquidität zu drücken. Und dieses Grundprinzip hat sich eigentlich bis heute durchgezogen. Wir hatten zwar dann auch Bretton Woods, wo dann der Dollar nach dem Weltkrieg praktisch das Pfund als Weltleitwährung abgelöst wurde. Auch der war erstmal an Gold gebunden. Aber auch hier, das haben wir auch gestern sehr schön beim Professor Dr. Meyer gehört nochmal, musste letztendlich die Goldbindung aufgehoben werden, weil man den Krisen zum Krisenbekämpfen in Rezessionen, und das ist auch aktuell heute wieder in diesen Corona-Zeiten gewesen und in der Finanzkrise, wir mussten Geld drucken. Also drucken, das hört sich immer so schlimm an, aber es musste Geld emittiert werden, damit der Zahlungsfluss erhalten blieb. Also das ist ein ganz elementarer Punkt in unserer Geldpolitik und der auf der einen Seite werden die Menschen ja damit immer verunsichert. Ja, die Zentralbanken drucken Geld, was dann immer die Schwierigkeit ist, das dem Normalen zu verständlich zu machen, wie wichtig das ist, dass die Banken gerettet werden, dass die Spargelder gerettet werden, denn würden wir das nicht machen, würde alles gehen. Also ganz wichtig ist ja, wir müssen Einfluss auf die Geldmenge nehmen, um Krisen gegenzusteuern. Und diesen Mechanismus, den vermissen Ökonomen, den vermisse auch ich in Sachen Kryptowährung, die ja eben nicht beliebig vermehrt werden können. Was ist da die Antwort derjenigen, die Kryptowährung doch vorantreiben wollen? Also ich glaube, viele der wirklich Krypto begeistert, die würden einfach antworten, dass die Geldpolitik nicht expansiv sein muss. Also dass man, kommt ja auch viel aus der österreichischen Schule, trotzdem mal den Markt hauptsächlich machen lassen und Zentralbank, das sollte gar nicht so intervenieren. Also ich glaube, die Antwort würde man von sehr vielen Bitcoin-Fans bekommen. Meine Antwort dazu ist eigentlich sehr, sehr ähnlich. Also nicht zu den Bitcoin-Leuten, sondern jetzt auch zu Ihrer Frage oder Ihrer Ausführung. Einfach in dem Sinne, dass es eine gewisse expansive Geldpolitik braucht. Also da sehe ich persönlich auch so. Ich bin zwar ein bisschen auch der Meinung, dass es die letzten Jahre alles etwas aus dem Ruder gelaufen ist, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Da würde ich wieder vor allem auf die Parallelität zu Gold hinweisen, wo ich wieder sage, bei Gold gibt es im Endeffekt ja auch keine Steuerung von irgendeiner zentralen Partei über das Goldangebot, weil es ist halt einfach begrenzt in der Erde verfügbar. Also man kann natürlich politische Rahmenbedingungen schaffen, klar, aber kann eben das Gold schürfen an sich eben nicht in der Form eben incentivieren. Deswegen sehe ich da persönlich keinen Konflikt, halte aber wie gesagt es auch für unrealistisch, dass Bitcoin das Fiat-Geldsystem ersetzt und es einfach gar keine expansive Geldpolitik mehr geben wird, weil man hat es jetzt allein auch in der Zuge der Corona-Pandemie gesehen, dass eine gewisse expansive Geldpolitik auch einfach, wie expansive Fiskalpolitik auch einfach notwendig ist in wirklich Krisensituationen. Absolut. Das wird also auch, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, der hier angesprochen wird, dass das eigentlich dieses Urproblem eigentlich hier im Blick gehalten wird von denjenigen, die wirklich ernsthaft als seriöses Mittel der Zukunft über Kryptowährungen nachdenken. Denn diese Schwäche ist genau das, die wir im Grunde genommen brauchen. Denn ansonsten hätten wir als Ökonomen keine Möglichkeit der Steuerung und des Eingreifens. Zwischenzeitlich sind wieder ein paar Fragen gekommen, die greife ich jetzt mal kurz auf. Es stellt sich tatsächlich nochmal die Frage, warum es tatsächlich so viele Kryptowährungen gibt. Es gibt zwar den Platzhirschen, aber wie kommt das, dass es tatsächlich 8.000 sind? Wer hat da Interesse, so viele Währungen zu emittieren? Ja, und da gehe ich vielleicht auch gleich auch nochmal auf die Unterschiede ein zwischen den 8.000 Währungen. Also ja, im Endeffekt, wenn man sich das Volumen anschaut und die Marktkapitalisierung, dann sind wahrscheinlich die ersten 10 Kryptowährungen machen dann wahrscheinlich 99,5% des Volumens aus. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Spaßprojekte dabei.
Ich habe es ja schon gesagt, der Code zum Beispiel von Bitcoin ist Open Source verfügbar. Das heißt, wir können uns heute zusammenschließen und sagen, wir emittieren den Global Money Week Coin und geben unsere eigene Kryptowährung aus. Also dementsprechend wäre das in dem Sinne auch möglich. Warum für mich verschiedene Projekte auch unterschiedliche Use Cases haben, ist vor allem, weil natürlich Bitcoin an sich nicht perfekt ist. Also Bitcoin war einfach das erste Protokoll, es ist knapp, es ist dezentral. Wie gesagt, ich persönlich bin ein großer Befürworter. Allerdings ist Bitcoin zum Beispiel, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist nicht anonym, sondern es ist nur pseudonym. Das heißt, es gibt jetzt erste Kryptowährungen, die wirklich komplett anonym sind zum Beispiel. Wird zwar teilweise für kriminelle Zwecke missbraucht, ja. Ist aber, wie gesagt, für mich als Freund der Anonymität, ich habe es bislang noch nicht genutzt, weil es gibt da noch Bargeld, aber trotzdem eine Möglichkeit, die auch so anonyme Zahlungen ermöglicht. Es gibt dann andere Kryptowerte zum Beispiel, die es ermöglichen, dass die Blöcke irgendwie größer sein können oder dass sie kleiner sein können. Das heißt, man kann Transaktionen schneller durchführen und häufiger als, wie gesagt, gerade in diesem 7-Sekunden-Takt. Es gibt auch verschiedenen Grad der Zentralisierung und Dezentralisierung. Bei Bitcoin, wie gesagt, gibt es tausende Miner, die im Endeffekt Transaktionen bestätigen. Bei anderen Protokollen ist es zum Beispiel so incentiviert, dass es nur wenige sind, also dass da vielleicht nur 10 oder 50 dabei ist. Denn auch das hat wieder Vor- und Nachteile, weil es vielleicht effizienter ist. Also Sie sehen schon, Bitcoin ist, wie gesagt, so Wassermanns Startpunkt, ist für mich auch sehr, sehr gut gelungen, aber deckt nicht alle Dimensionen perfekt ab. Und deswegen gibt es eben auch viele andere, die in verschiedenen Dimensionen zumindest Bitcoin optimieren. Wobei ich persönlich sagen würde, von diesen 8.500 sind wahrscheinlich 8.400 Schrott. Weil die einfach vielleicht auch Use Cases und Sachen abdecken, die es im Endeffekt nicht braucht oder die einfach nur Spaßprojekte sind. Super. Zwei Fragen, die fasse ich zusammen. Die eine ist, wenn ich Stablecoins habe, die mit Euro gesichert sind, welchen Mehrwert bringen die mir? Warum kann ich im Euro bleiben? Und ich verbinde das mit der zweiten Frage. Die fragt eigentlich, gibt es da einen Lieblingscoin, einen Best Use Case? Also mit anderen Worten, was machst du eigentlich mit Bitcoin? Wo ist die praktische Anwendung? Es geht so ein bisschen so an den Insider-Tipp, der jetzt hier gefragt ist. Ja, sehr gut. Na, dann schaue ich mal, ob ich da dienen kann. Also der Stablecoin mit Euro besichert, wo ist der Use Case? Super Frage. Sehr gut, dass das kommt. Also ich persönlich sehe vor allem, ich würde sagen zwei Use Cases. Das eine ist das Thema grenzüberschreitende Zahlungen. Das heißt, man denkt zum Beispiel wirklich an dieses Diem-Libra-Thema. Man schickt jetzt heute Geld an die Familie, die vielleicht im Ausland sitzt, weil man im Ausland arbeitet, zurück als Remittance, also als grenzüberschreitende Zahlung. Das ist aktuell super teuer mit durchschnittlich 7% Transaktionsgebühren. Ist natürlich aus Effizienzgründen Wahnsinn. Und da können wir zumindest mit so einem DLT-basierten Stablecoin dafür sorgen, dass es effizienter wird, weil einfach weniger Intermediäre notwendig sind, weil einfach viel mehr Prozesse automatisiert werden können. Das heißt, ich sehe hier einen großen Anwendungsfall. Der ist allerdings, muss man auch dazu sagen, jetzt für uns in Europa oder in Deutschland wahrscheinlich weniger wichtig. Wo ich eher einen wichtigen Anwendungsfall jetzt hier sehe, bei uns ist das Thema Blockchain-basierte Zahlungen. Also was ich damit meine ist, es gibt inzwischen immer mehr Blockchain-Anwendungen. Also das heißt jetzt zum Beispiel ja auch diesen digitalen Corona-Impfpass oder Nachweis soll jetzt ja auch auf Blockchain-Basis bereitet werden. Das heißt, es wird immer mehr. Es ist noch nicht so, dass wirklich alles auf Blockchain-Basis gibt. Meiner Meinung nach soll es auch nicht, weil es gibt gute und schlechte Anwendungsfälle. Aber es werden zumindest mehr Anwendungsfälle. Und solche Anwendungsfälle sind halt dann besonders stark, wenn man auch Zahlungen über die Blockchain abwickeln kann. Weil man hat dann keine Systembrüche mehr, wo man zum Beispiel über SEPA, also über das Bankensystem, Zahlungen abwickeln muss, sondern man kann das auch direkt über die Blockchain machen. Und das ist eben aktuell eine Möglichkeit, wo Stablecoins eben gut sind. Klar, kann später vielleicht auch eine digitale Zentralbankwährung sein, die sowas macht, wird sich zeigen. Aber das wäre für mich zumindest gerade so ein Stablecoin-Use-Case, den ich auch für die deutsche Industrie sehen würde. Komme ich auch noch zur zweiten Frage mit dem Insider-Tipp. Also einen richtigen Insider-Tipp kann ich ehrlich gesagt auch nicht geben. Und das ist natürlich auch alles hier keine Anlegerberatung. Das ist natürlich auch der klassische Disclaimer. Ich persönlich, wenn ich investiere, habe ich vor allem zwei Coins, in die ich investiere. Das eine, man hat es wahrscheinlich schon rausgehört, ist Bitcoin, weil ich einfach sehr viel davon halte. Digitales Geld, einfach Diversifizierung gegenüber Aktien, auch Fiat-Währungen und auch Gold. Und das zweite ist Ether, also die zweitgrößte Kryptowährung, einfach weil sich dadurch sehr, sehr viel
Dezentrale Apps entwickeln lassen. Da ist ja vor allem dieses Thema Smart Contracts interessant, was bei Bitcoin nicht geht, aber bei Bitcoin schon, bei Ether schon. Also so automatisierte Prozesse, dezentrales Management von verschiedenen Business Use Cases etc. Das wird vor allem über Ether implementiert. Deswegen ist das für mich so der Coin Nummer zwei. Ich habe jetzt hier aber wahrscheinlich keine großen Geheimnisse erzählt, weil das sind die zwei größten. Deswegen sind aber für mich eben auch die, denen ich am meisten vertrauen schenke, wobei ich auch sagen muss, ich habe aktuell auch nicht die Ressourcen, mich jetzt in den Coin Nummer 1700 einzulesen. Deswegen, vielleicht gibt es irgendwelche Geheimtipps, die ich verpasst habe, bestimmt. Ich glaube nicht, dass die Ausführungen jetzt eine Markt nee, leider nicht. Auswirkung leider nicht. Heute Abend haben wird. Die Frage ist, die finde ich auch sehr interessant, kann man ungefähr abschätzen, es gibt ja eine maximale Menge von Bitcoin, das waren das 21 Milliarden 21 oder was? Millionen, ja. Millionen, die generiert werden können. Bei wie viel Prozent dieses Maximalvolumens sind wir denn mittlerweile angelangt ungefähr? Hat man da eine Einschätzung dafür? Das Schöne ist, da die Blockchain komplett öffentlich ist, sehen wir das im Endeffekt im 10-Minuten-Takt. Also das ist natürlich das Tolle, dass die Daten da verfügbar sind. Aktuell sind 18,5 Millionen der 21 Millionen Einheiten schon geschöpft. Das heißt, wirklich ein Großteil, also über 80%. Was vielleicht ganz interessant ist, dieser Anstieg im Bitcoin-Geldangebot wird ja an die Miner ausgeschüttet, wenn sie Transaktionen bestätigen. Das ist ja die Belohnung, die sie bekommen. Mhm. Und diese Belohnung halbiert sich alle 4 Jahre. Das heißt, man wird praktisch asymptotisch diesen 21 Millionen Bitcoins annähern. Und man merkt damit natürlich auch am Anfang, es halbiert sich alle Jahre. Das heißt, wir sind gestartet bei 50 Bitcoin, dann waren wir 25 und so weiter. Jetzt sind wir bei 6,25 Bitcoin. Und wenn man das mal in Prozent ausdrückt, ich glaube, aktuell ist es so, dass das Bitcoin-Geldangebot um 2% pro Jahr steigt. Also das fand ich persönlich eine sehr, sehr interessante Einschätzung, wenn man das mit der normalen, also Fiat-Geldmenge vergleicht. Und wie gesagt, jetzt in 4 Jahren, oder jetzt müssen es in 3 Jahren sein, halbiert sich es wieder. Das heißt, dann haben wir einen Anstieg von 1% und dann natürlich 0,5 und so weiter. Besteht eigentlich in dem Zusammenhang nicht die Gefahr, weil wir haben ja am Anfang gehört, dass Bitcoin oder die Kryptowährungen zwar keinen richtigen Wert hinterlegt haben, das haben wir jetzt gemerkt, dass diese Schwäche bei Stablecoins geheilt wird, aber nochmal, um bei diesen nicht gedeckten Währungen zu bleiben, wenn jetzt die Menge der Bitcoins begrenzt ist und ich habe weiteren Bedarf, ja, dann würde ich doch im Grunde auf die nächste Kryptowährung ausweichen. Ether, und ich habe den Namen der dritten jetzt gerade vergessen. Frage A, sind diese nächsten Währungen ebenfalls mengenmäßig begrenzt? Und muss die Frage 3 teilen. A, sind die begrenzt? B, wenn es jetzt dann zu diesem Tausch hin und her tauschen kommt, habe ich ja wieder eine Währungsschwankung zwischen diesen drei verschiedenen Währungen, weil hier auch wieder das von Angebot und Nachfrage abnimmt. Und die dritte Frage, die damit verbunden ist, relativ nah an der zweiten dran, laufe ich dann denn nicht Gefahr durch diesen Abfluss von Bitcoin in andere Währungen, dass der wieder im Wert fällt? Und habe ich dann nicht wieder die klassischen Probleme, die wir in der Welt mit den unterschiedlichen Währungen haben, dass die gegeneinander schwanken? Weil ich das ja eigentlich gerne möchte, dass ich möglichst stabile Kurse habe, um auch meine Geschäfte abzuwickeln. Ja, gute Frage. Ich würde gerade die erste Grundannahme schon mal ein bisschen challengen. Und zwar, wenn praktisch man merkt, dass die Nachfrage nach Bitcoin im Endeffekt riesengroß würde und man dann ausweichen würde, vielleicht auf andere Kryptowerte, würde ich persönlich argumentieren, dass in so einer Situation erstmal der Preis von Bitcoin erstmal deutlich steigen würde. Und im Endeffekt ist der Vorteil von Bitcoin, dass die sich fast unendlich teilen lassen. Das heißt, Bitcoin ist gerade, ich glaube, bis zu ein Milliardstel Bitcoin kann gerade transferiert werden. Das heißt, wenn die Nachfrage nach Bitcoin sehr, sehr hoch werden würde, dann würden im Endeffekt meiner Meinung oder meines Verständnisses nach keine Bitcoins fehlen, sondern der Preis würde einfach steigen, dass also schon eine kleinere Bitcoin-Einheit den gleichen Wert hätte wie vorher. Also das heißt, im Endeffekt, der Preis steigt, und man braucht weniger Bitcoin, um einen bestimmten Geldbetrag zu senden. Deswegen würde ich persönlich glauben, es kann eigentlich gar nicht zu dieser Situation kommen, dass Bitcoin fehlen und dass Bitcoins dann in die zweitgrößten oder drittgrößten Fiat-Währungen abfließen. Ja. Nee, da an der Stelle vielleicht zum Verständnis. Also es war jetzt nicht so, dass Bitcoins verloren gehen, sondern wie beim Euro, wie der Euro gegen den Dollar schwankt,
läuft man da nicht auch Gefahr, dass man sagt, super, jetzt ist der Bitcoin sehr, sehr hoch bewertet. Ich nehme jetzt mein Geld und gehe in Ether rein. Das ist ja traditionell, diese Devisenspekulation oder diese Devisenänderung sehen wir auch in den ganz normalen Währungen. Und das Problem wird doch wahrscheinlich dann auch auf die Kryptowährungen zukommen. Wie schwanken die denn heute untereinander? Weil wir erleben immer nur Dollar und Bitcoin. Wie sieht denn da das Verhältnis aus? Ja, also ich würde sagen, das ist ganz ähnlich wie an den Devisenmärkten auch. Also das schwankt natürlich sehr, 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 sehr stark, möglicherweise auch untereinander. Vor allem, wenn Bitcoin wirklich auch mal einen 5% Drop dann natürlich am Tag wieder hat. Und das ist, denke ich, auch so ein Hauptrisiko, wenn man sich Länder anschaut wie Nigeria, wo Bitcoin auch sehr, sehr wichtig ist, dass natürlich da auch der Zufluss zu Bitcoin dazu führt, dass die nationale Währung, also anders jetzt als beschrieben, aber dass die nationale Währung dann auch abwertet. Also diesen Kanal hat man natürlich bei Kryptowerten auch. Es ist nicht ganz so leicht zu sagen, inwiefern sie auch untereinander schwanken, weil diese Kryptowerte ja auf verschiedenen Börsen gehandelt werden. Das heißt, diesen einen Bitcoin-Preis gibt es eigentlich nicht. Das ist im Endeffekt nur immer so ein Durchschnittspreis von allen Börsen. Deswegen ist es sehr, sehr schwer, da genaue Aussagen zu treffen. Aber es dürfte meines Verständnisses nach sehr ähnlich sein zu den üblichen Wechselkursen, die man auch so im Devisenhandel kennt. Okay, gut. Also im Grunde genommen, das ist auch das Interessante, dass wir alte Probleme aus der alten Zeit auch in Zukunft haben werden, nämlich das Problem der Wechselkursschwankung, wo sich ja auch das ökonomische Thema immer auftut. Klassisch jetzt Euro und US-Dollar. Wer hat jetzt einen Vorteil, wenn die eine Währung steigt, oder wer hat einen Nachteil? Das ist ja dann insofern auch eine sehr interessante oder spannende Sache in Zukunft. Ich möchte noch mal kurz auf den Charakter, weil Deutschland gilt ja auch immer als, oder die Deutschen gelten ja auch mal als Goldfans mit, weil es ja so super sicher ist. Wenn man aber einfach mal in der Historie zurückgeht, dann ist ja der Goldpreis im Grunde genommen ähnlich stark geschwankt, oder hat er ähnlich stark geschwankt wie Aktienmärkte. Wir Deutschen gelten ja auch als Aktien- oder börsenresistent. Wir wollen gar keine Schwankungen, wir wollen alles stabil. Und bei Gold war es ja tatsächlich so, dass wir Mitte der 80er oder Anfang der 80er Jahre seit der Freigabe von 35 Dollar bis auf 850 Dollar hoch, dann ging das Ende der 90er Jahre viel Gold, also von 850 Dollar wieder runter, so Richtung 400 Dollar. Es ging Anfang der 2000er sogar runter bis auf 200 Dollar, und seitdem stieg das dann mal wieder an, um einfach mal so grob das zu haben. Also die Welt ist eigentlich nicht stabil, auch wenn wir noch so sehr uns an so einem Anker wie Gold machen. Und das Problem ist ja, dass ich, das wird auch in den Medien ja immer so ein bisschen kontrovers betrachtet. Auf der einen Seite wird uns die Kryptowährung als etwas Stabiles, als etwas Werthaltiges im Grunde verkauft. Das ist das Hauptargument, Schutz vor Inflation und so weiter. Aber im Grunde genommen, wenn wir ganz ehrlich sind, haben diese Währungen doch das gleiche Problem. Sie lösen nicht das Problem. Ich bin so frei und sage, es ist ein cleverer Marketing-Schachzug, der hier gemacht wird. Man sollte offen darüber reden, weil diejenigen, die Sicherheit suchen, wollen ja nicht spekulieren. Wie kann man dieses Thema vielleicht auch nochmal etwas neutraler fassen, um da einfach mal das Ding auf den Punkt zu bringen? Ja, also das stimmt natürlich, dass das zwar natürlich Probleme löst, wie zum Beispiel einfach, dass man dezentrales, globales Geldsystem hat, sowas gab es vorher noch nicht. Also dementsprechend ist es da für mich schon mehr als so ein Marketing-Gag, aber dieses Thema Stabilität, das ist natürlich absolut valide. Also wenn man sagt, man sucht Bitcoin als Schutz vor Inflation, dann kann das in Zeiten gelten, wo man Raten von Hyperinflationen hat, wo man sagt, man hat Schwankungen, vielleicht Inflation 20-50%, da kann es durchaus sein, dass Bitcoin dann absolut stabil ist mit seinen Schwankungen von, ich sage jetzt eine Zahl, 5% oder 3%. Allerdings, was wir jetzt natürlich vorher sehen, ist natürlich in dem Sinne weniger stabil. Also erst jetzt, als ich die Präsentation gestaltet habe, in der Zwischenzeit ist der Bitcoin-Kurs auch wieder ein paar Prozent nach unten gefallen. Also deswegen, klar, es ist aktuell in dem Sinne nicht so stabil. Allerdings ist hier halt der Punkt, wenn denn die Inflation dann mal kommt für die Fiat-Währungen, dann kommt sie richtig und dann ist Bitcoin vergleichsweise stabil. Ich meine, wir werden sehen, ne? Also ich meine, das ist ein Blick in die Glaskugel am Ende. Aber das Problem der Stabilität, also ich würde da auch nie irgendwie die Eier in den gleichen Korb legen. Also ich würde auch sagen, für mich persönlich
Ich bin davon überzeugt, dass es so eine Art digitales Gold ist. Ich würde aber nie all mein Geld in Gold legen oder ich würde auch nicht in Bitcoin legen. Ich würde auch nicht 50% in Bitcoin legen. Ich würde halt einfach diversifizieren zwischen Aktien, Rohstoffen, Immobilien und würde dann halt Krypto beimischen. Aber ich würde ja auch nicht sagen, Bitcoin löst jetzt alles und ich investiere und werde dann reich im Alter sein. Ich meine, ich hoffe es natürlich, aber ich würde das Risiko trotzdem nicht eingehen, auch obwohl ich davon überzeugt bin. Wie bei Gold auch. Auch wenn ich von Gold überzeugt bin, würde ich nicht all meine alles in Gold investieren. Super. Also ich sage erstmal an der Stelle ganz herzlichen Dank. Das war jetzt also wirklich ein grandioser Rundumschlag. Ich glaube, wer heute dabei war, der weiß wirklich, in welche Richtung, wohin das geht. Ich fand es auch wirklich toll, dass wir hier so offen mal die Pros und Cons diskutieren können, dass man keine Angst haben muss vor der digitalen Währung, dass es schon eine Chance ist, dass wir das einfach beobachten müssen. Und vor allen Dingen dürfen wir froh sein, dass so Leute wie du da sind, die sich damit befassen und dafür schon sorgen, dass wir danach einen großen Nutzen daraus haben. Ich möchte an dieser Stelle zurückgeben an den Dr. Matthias Meyer-Schwarzenberger, der noch ein paar Hinweise für uns hat, wie es ja im Anschluss weitergeht, und sage an dieser Stelle erst einmal ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag und die Rede und Antwort, die du gestanden hast. Ja, danke schön. Danke, dass ich hier sein durfte und auch danke für die sehr, sehr guten Fragen. Also da haben wir wirklich sehr, sehr viele Facetten heute abgedeckt in der letzten Stunde. Ja, Jonas, vielen Dank auch von mir und vielen Dank an alle, die durchgehalten haben bis jetzt und bis heute Abend und vielleicht auch noch ein Stück länger, denn es geht gleich weiter. Ich lade alle ganz herzlich ein und das gilt insbesondere auch für die, die vielleicht heute jetzt noch nicht Mitglied in BDVB sind, denn wir sind ja ein Verband, der sich auch immer freut über Gäste und über neue Mitglieder, wenn es denn dazu kommt. Mein Hartmut, auch an dich zum Schluss ein herzliches Dankeschön für die Moderation und bis bald. Vielen Dank. Dankeschön.